Meine Arbeit wird schon bald niedergerissen. Da bin ich gesichert. Das Pech verfolgt uns an diesem Ort. Der Fressrausch ist vorbei. Nikolai mag nichts, was mehr als vier Beine hat. Vorsicht, ich teste Effektivität. Ich würde zu gerne eine beziehen. Die anderen scheinen an deinen Wahnsinn zu glauben, Richthofen. Mir fehlt noch der Beweis, dass du uns nicht auf einen dunklen Weg führst. Gib dich keinen Illusionen hin, Nikolai. Maximale Munition! Uns ist extrem dunkel. Ich habe nie etwas anderes behauptet. Bringen wir es hinter uns. Ein Moment voller Übelkeit für das Wohl der Zukunft. Der Russe gibt sich nicht zufrieden, solange ihr nicht alle tot seid. Du hast davon gesprochen, dass Element 115 unseren Verstand beeinflusst und unsere Erinnerungen. Das ist eine unvermeidbare Nebenwirkung unserer Reisen. Ich bin überrascht, dass du dich noch nicht daran gewöhnt hast. Dieser Insel lastet. Neue Munition wäre jetzt ein echter Segen.
kann schon Schlimmes passieren. Also, wie ich das nicht wüsste. Abschlachten nie ein Ende. Der Tod ist nicht mein Freund. Ich werde mir gleich nicht eilig hinzutreiben. Ich würde ja sagen, sei vorsichtig, aber das bist du sowieso nicht. Der 115 wirklich unsere Gedanken beeinflusst. Was sagt das dann über dich aus, Richthofen? Du warst im Element mehr ausgesetzt als jeder von uns. Das ist eine Bürde, die ich zu tragen bereit. Nein, bestimmt bin. Das erinnert mich an meine Kindheit. Vor der Revolution wurde sehr viel gesprengt. Nikolai ist eine Ein-Mann-Artillerie. Ist der Held. Das war dumm, Nikolai. So dumm von dir. Jedes Arztes, der Süßigkeiten verschreibt. Vertraust du mir schon, Nikolai? Wir sind dir bis hierher gefolgt, aber wohin geht die Reise? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde mich um die Zukunft kümmern, wenn sie gekommen ist. Soweit ich weiß, habe ich mein eigenes Netz. Vielleicht würde sich die Investition in etwas Stabileres als Holz lohnen. Da. Nicht Munition? Jetzt schon? Hoffentlich kriegt Nikolai diesmal was Leckeres. Das letzte hat geschmeckt wie Teppich. Schweine, tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich wieder voll bewaffnet bin. Doppelte Punkte!
Geschmacksrichtungen? Du hast mich gerettet. Können wir jetzt weitermachen? Nach der Explosion ist nicht mehr viel übrig. Das war kein kluger Schachzug, Freundchen. Wer lacht jetzt, Hüllenschweine? Nein, wirklich. Ich höre Lachen, aber ich bin es nicht. Da könnte ich mich genauso gut einem reißenden Fluss in den Weg stellen. Ich habe nie gezweifelt. Natürlich würde das was werden. Das kommt davon, wenn man kein Russe ist. Zeit, gekaut zu werden, Gummi. Ja! Ja, das bin ich Pech, ihr Höllenschweine. Ich weiche nicht zurück. Ich gebe nicht auf. Nikolai würde es nicht gefallen, wenn seine Waffe verstummt. Früher hatte ich mal Angst vor diesem Geräusch. Doppelte Punkte! Freude über materiellen Gewinn ist gegen meine Prinzipien. Aber ein bisschen freue ich mich schon.